Ich möchte Sie gerne einladen, und zwar in die Zukunft, in Neunkirchen. Am 28. Juni diesen Jahres wollen wir dort nämlich über die Möglichkeiten reden, die eine Region wie um Neunkirchen herum in der Digitalität hat, verglichen mit denen in der Industrialisierung. Da ist nämlich einiges anders. Was wir uns in der Industrialisierung immer erzählt haben und auch erlebt haben, dass zum Beispiel Kaufkraft abwandert, dass immer die größeren Städte in der Nachbarschaft den Vorteil hatten, das kehrt sich in der Digitalität um. Natürlich nicht automatisch, sondern nur, wenn wir entsprechend handeln. Denn die Zukunft kommt nicht, wir gestalten sie gemeinsam. Das ist aber auch der Vorteil, denn die Zukunft kommt tatsächlich nicht aus China oder von Elon vom Mars, sondern wir können sie selber gestalten. Und mit der Digitalität haben wir gerade in Regionen wie Neunkirchen ganz, ganz andere Möglichkeiten. Lokale Produktion wird viel mehr zurückkommen, weil Maschinen kleiner geworden sind, digital gesteuert. Wir können wieder viel mehr vor Ort produzieren. Das Gleiche gilt für Lebensqualität. Immer mehr Menschen suchen nach Orten, die eben nicht mehr große Städte sind. Wir können hier von Neunkirchen aus überall in der Welt Anschluss finden und arbeiten. Dazu kommen noch neue Technologien wie künstliche Intelligenz, aber auch andere Technologien wie souveräne Daten, die ganz besonders wichtig sind. All das und wie sich das in 17 Lebensbereiche über die Gesundheit, die Ernährung, das Wohnen, Arbeiten, Freizeit, die Bildung und Konsumproduktion, Politik und natürlich Finanzwesen, Wirtschaft, Klima und so weiter fortsetzen wird. Darüber möchte ich mit Ihnen reden und darüber möchten wir vor allen Dingen positive Gedanken in Neunkirchen finden, denn die negativen Gedanken bringen uns nicht weiter. Mit den positiven schaffen wir Möglichkeiten. Und die gibt es jetzt in der Digitalität. Und gemeinsam können wir das gestalten. Herzlich willkommen in der Zukunft.